Peace Leute, was geht ab? Ich bin's, Vladi Digi Broti und heute teste ich für euch die schärfste Currywurst von Halle und zwar in der Currywurstbude Halle 15. Also ich werde mir die schärfste Chili Cola der Welt nehmen, sollte es dort angeblich geben. Und dann werde ich mir noch so, ja, eine Currywurst nehmen. Also ich hoffe mal, die hat dort 1 Million Scoville. Wie viel Scoville sie hat, das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt herausfinden. Dann würden wir mal sagen, Lego. So, also jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal die Currywurst. Das hat er mir niemals zugetraut. Er hat gesagt, dass ich das überhaupt nicht überleben werde und so. Und er hat gesagt, weißt du was, wenn du die Currywurst mitnimmst, dann kann ich nicht zulassen, dass du 1 Million Scoville probierst. Und er hatte auch keine 1 Million Scoville anzubieten. Das Maximale, was du dort nehmen konntest, das waren 250.000, genau mit Schärfe Stufe 5. Also das, die Currywurstbude, die ich jetzt probiert habe, war etwas enttäuschend. Und was mich jetzt gerade noch trauriger macht, das sollte angeblich die schärfste Currywurstbude der Stadt sein. Das ist dann noch trauriger. Gönnt euch mal, was ich mir jetzt gegönnt habe hier. Das ist die Currywurst-Menü für 4,20 und das ist die Cola hier. Bam. Das ist die Chili-Cola. Sollte angeblich die schärfste Chili-Cola der Welt sein. Aus Hamburg. Nice. Und ja, da würde ich mir einfach irgendwo jetzt mal ein Plätzchen suchen und mir das einfach mal alles gönnen. Leute, bei der Currywurst-Bude habe ich jetzt leider einen kleinen Fail entdeckt. Ich habe eine Gabel vergessen. Und ich habe das auch, es ist echt unfassbar, dass ich sowas vergessen kann. Und zwar, falls ihr euch wundern werdet, ich werde diesen sauberen Schraubendreher verwenden, um die Currywurst aufzuspießen, um sie aufzuessen. So, und jetzt die Frage an euch. Wie macht ihr ganz einfach mit so einem Feuerzeug von Davidoff, das ist ein Feuerzeug und das ist die Cola. Wie macht ihr ganz einfach die Cola auf? Ganz einfach, indem ihr das Feuerzeug hier dran macht. Einfach Klacks macht. Leichte Schärfe zu verspüren, also jetzt nicht wirklich außerordentlich scharf oder so, also halt normal, ne? Das ist wie wenn jemand von euch in eine Peperoni jetzt reinbeißt. Schärfe, so zum Geschmack, so. Aber cheers auf euch Abonnenten. Langsam kommt die 250.000 Scoville Schärfe trotzdem, also
ihr wisst ja, 1 Million durch 4 sind 250.000. Genauso viel wie die Currywurst ist. Na gut, leicht merkt man schon die Schärfe. Aber die, also aus leichter Schärfe wird jetzt langsam zu mittlerer Schärfe. So, also was kann ich jetzt nochmal zu der Currywurstbude 15 sagen? Also mein Endfazit ist, da der Verkäufer jetzt nicht ganz freundlich war, er war halt so ein bisschen hochnäsig, er hat behauptet, ne, dass ich das nicht schaffen würde und so, war die Currywurstbude ein bisschen enttäuschend. Ja, es gab keine 1 Million Scoville, es gab nur 250.000 Scoville Units, das war der zweite, das ist der zweite Minuspunkt. Ja, der Preis, also das ganze Menü hat 6,20 gekostet und alleine das Menü so hat 4,70 gekostet. Und in Dresden, das Menü, was viermal schärfer ist, hat zum Beispiel 4 Euro gekostet, also schlechter und teurer. Also die Currywurstbude war so ein bisschen enttäuschend und ja, scharf war das jetzt nicht wirklich. Und von der schärfsten Cola war überhaupt keine Schärfe zu spüren. Das war somit das Enttäuschendste, das was mich jetzt am meisten enttäuscht hat. Auf jeden Fall kann ich euch aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben für die Currywurstbude, einen fetten Daumen nach unten für das Video, einen fetten Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, welche Currywurstbuden oder was für Sachen ich probieren sollte und vor allem wo ich sie probieren sollte, schreibt mir das alles in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video und dann würde ich sagen, haut rein, Leute.